Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu der letzten Aufnahme von Jungle vs. Droids. Genau. Ja, ihr seht es richtig. Ich habe jetzt mit Absicht nicht mehr großartig mich bemüht, hier die Level mit 3 Sternen voll zu bekommen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so großartig Kristallpunkte gefarmt, weil es ist eh jetzt das letzte Level. Und dann ist das Projekt auch abgeschlossen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim letzten Level von Jungle vs. Droids. Und ich habe es auch hier nochmal versucht, aber ich kriege das immer noch nicht gebacken. Aber dafür habe ich hier das Level geschafft mit 3 Sternen. Immerhin ist auch eine gute Leistung, finde ich. Und ja, machen wir mal jetzt das letzte Level. Endlich haben wir das Kristallteil gefunden. Wenn es uns gelingt, es zu verteidigen, sollte seine Macht die Insel und all ihre Tiere vollständig wiederherstellen. Die Droiden werden machtlos und der Sieg endgültig sein. Das Tal. Ja, wir hätten jetzt ja alle Tiere nehmen können, außer nur die Giraffen. Die habe ich jetzt nicht, aber das Level ist auch scheiße, das zu bekommen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir machen es. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Bitte, wie nah sind die Portale hier bei dem Kristall? Oha. Ach du Scheiße. Moment, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Wo platziere ich jetzt den Held hin? Entweder hier oder hier. Ich würde da erstmal sagen. Und da für den Anfang erstmal Löwen. Ja. Muss erstmal ausreichen. Moment, jetzt muss ich überlegen. Wo platziere ich am besten die Stinktiere hin? Also da auf jeden Fall und da auf jeden Fall. Da würde ich da und da Kängurus hin platzieren, weil ich hoffe ja nicht, dass die Droiden die direkt angreifen. Die sind ja ziemlich nah. Hier würde ich eventuell ein Nashorn hin platzieren. Da auf jeden Fall ein Pinguin. Ja. Und dann schauen wir mal. Da oben. Auch nochmal ein Pinguin. Und da. Tja, ist die Frage jetzt. Soll ich da auch nochmal einen Känguru hinplatzieren? Und hier vielleicht ein Nashorn. Frage. Ja, ich beginne jetzt erstmal. 9 Runden sind es, okay. Der erste kommt da unten. Und da. Gut, dann platziere ich da schon mal. Halten das aus. Okay, das war, glaube ich, ein Fehler. Ja. Ich müsste hier ein Stinktier erstmal gleich platzieren.
Nee. Naja, der hat noch genug Leben. Upgrade, man.
hätte am Anfang ein bisschen besser ausgehen können. Stinktiere upgrade. Oh, ernsthaft? Gerade in dem Augenblick, wo ich die upgraden wollte. Toll. Halt eben so. So, Katapult erstmal upgrade. Sehr wichtig. So. Ja. Auch sehen die süß aus. Die dritte Stufe von den Kängurus. Ja, 100. Hier ist ja echt die Action, muss ich jetzt sagen. Wahnsinn! Gott, ey. Okay. So, ist auch auf Maximum abgegradet. Ist gut. So, du bist jetzt gut. Ja. Jawoll. Naja, vielleicht wird das noch was. Letzte Welle. Aber richtig mit dem Queen. Aber es ist machbar. Ja.
Ja, der kommt. Der kommt nicht weit. Der kommt nicht weit. Jawohl. Gigantische Dinger. Okay, aber die sind aber auch sehr langsam. Aber die können was aufhalten. Na, das wird jetzt, glaube ich, sehr lange dauern, bis die tot sind. Okay, das wird jetzt dauern. Das wird jetzt dauern. Das heißt jetzt abwarten und Tee trinken. Nehmen die überhaupt durch Wurfschaden Schaden? Das sieht nämlich gerade nicht danach aus. Ja doch, minimal. Oh Gott. Oh, ich habe vergessen, hier das Horn abzugraden. So. Boah, können die das aushalten? Ich glaube, die kommen durch. Boah, ein Schlag ist der Löwe. Tote. Ja, ich lasse mich mal überraschen, ob die Tiere das schaffen. Der Rechte, der hat ja gerade mal ungefähr die Hälfte verloren. Autsch. Vom Nassau. Wobei, oh, der ist jetzt sehr gefährlich nah. Doch jetzt. Na, schafft ihr das? Ja, doch, einer ist tot. Super. Na, dann müsste der zweite doch auch machbar sein. Ja, bloß wie gesagt, das dauert jetzt. Weil durch die Stinktiere dauert es halt jetzt etwas länger. Aber lieber länger dauern als... Wenn die das jetzt durchschaffen, hat er jetzt sehr viel... Ja, da werde ich wohl nur einen Stern bekommen. Aber ist egal, wie gesagt, es ist eh das letzte Level, deswegen... Ja, jetzt heißt es eigentlich nur schön gemütlich zugucken. Oh Gott, bewegen sie sich langsam durch die Stinktiere. Wahnsinn. Aber es ist auch gut so. Ja, jetzt heißt es abwarten und Tee trinken, meine Lieben. Ja, der Held, der verursacht ja auch schon so gut wie es geht an ihm Schaden. Aber ob das ausreicht, ist die Frage. Wie groß ist denn die Reichweite? Oh ja, ja, ja. Also wenn er ungefähr hier schon ist, dann fängt mein Stinktier ja schon an, ihn zu verlangsamen. Ah ja, und hier ist ja auch noch eins, von daher ist alles gut. Ich hoffe ja nicht, wenn der jetzt tot ist, dass da jetzt nochmal so große Dinger kommen.
Ja, jetzt heißt es abwarten und Tee trinken, wie gesagt. Die haben aber auch eine gute Panzerung, ey. Wahnsinn. Naja, und die Stinktiere, die verursachen ja auch Damage. Also, ich glaube, das müsste ich aber schaffen, ohne dass er den Kristall angreift. Jetzt heißt es eigentlich nur abwarten und Tee trinken. Ach, ja. Aber dafür ist es ja auch das letzte Level. Ja, er kommt näher. Gleich greife ich meinen Pinguin an. Das ist, ah ja, okay. Also ungefähr ab hier. Okay. Oh, ich sehe gerade. Muss ja noch den Löwe auch noch bis maximal upgraden. Ah ja, jetzt fängt auch an, mein Katapult anzugreifen. Wunderbar. Und mein Held greift auch an. Zugleich müsste auch... Ja, okay, nee, das ist noch ein Stückchen. Bis auch das Stinktier ihn Stinkbomben attackiert. Jetzt müssen sie eigentlich gleich angreifen. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Bitte. Boah, sind die robust, ey, die Viecher. Wahnsinn. Aber das mal von denen, nicht normal Kristalle, die Bussen, aber auch ein bisschen. Selbst die Nashörner auf maximale Stufe gehen schnell down, ey. Wahnsinn. Und tot. Kommt jetzt noch zu meiner Nähe? Gut, ich habe doch noch 30 Sterne geschafft. Ui. Okay. Wahnsinn. Ja, Dschungel gegen Druiden. Von Artifex Mundi. Ja, meine Lieben, die Credits bestätigen es. Das war Jungle vs. Droids. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und naja, ich fand das Spiel im Großen und Ganzen fand ich das nett, liebevoll gestaltet. Und ja. Was soll man dazu noch sagen, meine Lieben? Also ich fand's super. War auch eine gute Abwechslung, finde ich jetzt. Zu den ganzen Wimmelbit-Spielen im Ausgleich dafür. Und ja. Als nächstes kommt, wie gesagt, das zweite Wunsch-Let's Play von The Burning Breath 666. Er weiß natürlich schon, was gemeint ist. Und ja, zu dem nächsten Projekt kann ich halt nur sagen, es ist halt ein RPG-Game. Und es wird allerdings von meiner Seite aus ein Blind-Let's Play werden. Also ich weiß nicht, was auf mich dazukommt, aber... der Bernie, so darf ich ihn ja auch nennen, der Bernie, der hat ja zu mir gesagt, dass das Spiel wirklich sehr schön sein soll. Er hat in den größten Tönen von dem Spiel gesprochen. Und ja, ich lasse mich einfach überraschen, was auf mich dazukommt. Und alles weitere werde ich dann, wie gesagt, im nächsten Let's Play Projekt, also halt in dem RPG-Game, dann sagen, was er mir noch zusätzlich noch gesagt hatte, beziehungsweise er hat da noch einen zusätzlichen Wunsch gehabt, aber das werde ich alles am Anfang im ersten Part dann von meinem neuen Let's Play Projekt erst sagen. Ja, meine Lieben, ich verabschiede mich offiziell von Jungle vs. Droids. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ein Tower Defense Spiel wird, wie gesagt, noch im Rahmen des zweiten Computerschwungs erscheinen, spielmäßig.
jetzt von Jungle vs. Droids aus gesehen, dauert es nicht so lange, aber zeitlich, wie gesagt, da werden halt noch ein paar andere Projekte noch erscheinen, was ich noch geplant habe zu Let's Playen. Jetzt kommt erstmal ein sehr, sehr umfangreiches RPG-Game auf mich zu. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal uns wieder. Bis dahin, macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Let's Play-Projekt von mir. Tschüssi!